Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Witcher 1. So. Zeit, dass wir mit dem Clan reden. Wo ist denn jetzt hier? Guten. Leider nein. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Wie ist das? Ich vermute, es hat mit... Was habt ihr? Wir brauchen Unterstützung. Und was habe ich? Wir möchten, dass sie mit unseren Put... Wie? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. 10. Wenn ihr Erfolg habt. Okay. Ja. Ja. Leb. Gut. Ja, ich wende mich natürlich an Jevin und seine Elf. Ich bin ja so schlau. Ja. So. Also, Jevin befindet sich bei Muro. Bei diesem Muro. Bei dem Mann der Bank. Ja, muss ich erst wieder. Obwohl, ich gehe nein zu Trichs Haus. Kann von dort aus mich zum Kalksteins Haus teleportieren lassen, geh raus und bin ja gleich neben denen. Na, gute Idee. So. Na dann, los. Tragt ihr diese Schwerter nur, um einzugeben? Nein. Diese Schwerter sind wunderschön. Es geht nicht damit an. So muss wenigstens der Garten nicht gegossen. Ich brauche sie. Ja, der Garten muss nicht gegossen werden. Das ist recht, junge Mit Frau. Waffen würde ich der Wache aus... Nee. Der Wache aus dem Weg gehen. Warum sollte man der Wache aus dem Weg gehen mit solchen schönen Schwertern? Da kann man der Wache einfach niedermetzieren. So. Die Skoyatel wird sich bestimmt freuen, wenn wir sie als Verbündeten haben. Zum Labor von Kalkstein. Ja. Sie wird sich bestimmt freuen. Damit wird sie dann bestimmt sehr groß, die Skoyatel. Wenn wir das schaffen, die Salamandra auszulöschen. Wenn wir es schaffen. Kann auch sein, dass wir verlieren. So. Naja. So. Als nächstes Let's Play habe ich geplant eigentlich, wenn ich Singularity durch habe, Call of Duty World at War. Ich habe es schon neben mir liegen. Ja. Mal sehen, ob es so schön wird, wie ich mir das vorgestellt hatte. Natürlich. Schön. Jetzt muss natürlich bedenken, es kam nach Modern Warfare 1 raus. Ich meine, Modern Warfare 1 war einer der besten Ego-Shooter aller Zeit, da konnte es natürlich nicht mithalten. Ach, Vivaldi hieß da, ja. Ja. Was? Ich habe... Sie sind auch Däune. Und sie bereit... Ich habe mächtige Freunde, die wissen, wie man sie vernichten kann. Das ist schön. Ich kann nicht behaupten, dass ich erpicht darauf bin. Heißt das, dass ihr euch mit ihnen treffen werdet? Wann und wo, Wolf? In der Taverne Neu-Narakord, in Visimas Händlerviertel. Visima wird streng bewacht. Wartet auf unser Signal. Naja, damit haben wir schon mal Jevin als Verbündeten. Was für... Ah. Diese Bank befindet sich seit Generationen im... So. Ah, zu Triss gehen, wunderbar. Jetzt kann ich mich gleich hin teleportieren. Naja... Ja, wie schon gesagt, also, es ist kein Vergleich zu Modern Warfare 1, aber es ist doch noch an sich ein schöner Shooter. Blablabla, ja. Und ich meine, es ist ein Shooter im Zweiten Weltkrieg. Das kann ja nur schön werden. Weltkriegs-Shooter waren ja immer beliebt. Ich meine, es hat ja auch alles begonnen mit Weltkriegs-Shootern. Wer sich noch erinnern kann. Call of Duty 1, Medal of Honor, wie hieß es? Assault. Hieß es denn? Na ja, wisst ihr, was ich meine? Das erste Medal of Honor für den PC, Battlefield,
ist erst Battlefield. All diese Spiele. Das alles waren Weltkriegsshooter, wie sie begonnen haben. So. Na? Hört. Schön. Rechtzeitig. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar Mächte... Was meint... ...regelt, was ihr in Vizima noch zu regeln. Woher? Ich bin eine Zauberin. Ja. Erinnert ihr euch? So. So. Zeit, dass wir Vizima für immer verändern. Vielleicht ganz Temerien für immer verändern. Mit diesen Treffen. Es wird alles für immer verändern und nichts wird mehr so sein wie früher. Nichts wird mehr so sein wie vorher. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. So. Was führt euch hierher? Vergesst es. Ah, die Kortisane flieht auf. So. Das sind bestimmt alles Artworks. Oh, Vincent. Was? Die Bürgerwehr erfuhr von euren Treffen. Das werde ich nicht. Die Salamander werden... Dann Trott. Ihr habt wohl keine hohe Meinung von mir. Ich lasse euch nie und nimmer im Stich. Ihr könntet getötet werden. Es versteht. Okay. Statt. Ihr seid nicht die Einzigen. Vincent, es war töricht. Wir werden. Oh, komm! Komm! Es ist schön, ich komm! Ein harter Ordnungshüter, eine Hure aus dem Elendsviertel. Wahre Liebe. Ja, das stimmt. Liebe, die sogar einen Fluch überwindet. Oh, das stimmt. Ein Märchen. In einer Welt voller Häme und Gemeinheit, einer Welt voller Banditen und Mörder, kann wahre Liebe immer noch Wunder wirken. Wenn etwas verloren scheint, sollte man kämpfen. Das stimmt. Ein Märchen. Was soll denn das? Denkt ihr wirklich, ihr könnt euch mit mir anlegen? Ich sag immer wieder, Kampf gut geeignet, Niedergang auf Framerate. Ey, da steht da immer noch welche. Waren das alle? Oh. Gut. Okay. Gut, so, hätten wir das auch abgewehrt. Erfolgreich. Oh. So. Zeit, dass wir wieder gehen, ne? So, Vincent. Beeilt euch. Ja. So. Ah, schön, wir werden geheilt. So. Das Treffen kann beginnen. Wir haben auf euch gewartet. Schon was Jevin hat sich zu unter bestimmten Bedingungen. Um die Bedingungen kümmern. Bereit? Teleportation, Wolf. Triss, teleportiert euch und Jevin zum Stützpunkt der Salamander. Wann? Das ist der letzte Punkt. Still. Ich höre Schritte. Das Tor ist verschlossen. Aufmachen! Oh, yeah. Im Namen von König Voltest! Und der Flammen. Scheiße! Rose. Das ist die Wette. Das habe ich so nicht geplant. Wir wissen von eurem illegalen Treffen mit dem Elfen. Öffnet oder ihr werdet hängen! Scheiße! Zauberin, teleportiert uns sofort. Meine Einheit ist bereit. Seid ihr verrückt? Er hat recht, Geralt. Ich habe mal einen Magier ohne Beine aus einer Teleportation kommen sehen. Die kamen 5 Minuten später hinterher. Oi. Auf 3 schlagen wir die Tür ein! Vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit. Dark Ambra, der Hadrian. Scheiße. Mein Gott, hoffentlich zerfetzt es uns nicht. Ich hab Angst. Oh, schön, hat geklappt. Ach, der und seine...
ich soll euch baden. Wenn ich so Angst habe. Ja. Gut. Vielleicht hat er doch nicht ganz falsche Informationen gehabt. Naja. Warte, das heißt, es ist jetzt nicht blöd, aber ich muss hier mal ein paar Spielstände löschen. Mal ganz kurz. Ich meine, das wird ja jetzt nicht allzu lange dauern. So, Gott. Wo bin ich? Hm. Diesmal hat es die Zauberin übertrieben. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt gelandet? Obwohl, besser hier als wieder auf so einem Empfang. Ist das niederbrennen? Es ist dieser Hexe. Ja. Okay, Kämpft ihr Stinker! Okay. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, kämpft ihr Idioten! Los! Stellt euch mir und... So, immer schön viele Gegner versammeln. So. So. Noch ein, hä? So, und noch ein. Hm. Ging wie immer schnell. Gut, weiter geht's. Ah, Jebin. Hat's auch geschafft, hä? Das ist schön. Ja. Gut. Manta Magier. Okay. Jebin. Gwyn. Jebin. Mach das Tor auf. Wo ist Triss? Sie ist zurückgeblieben, um sich um diesen durchgeknallten Devet zu kümmern. Also? Ein mächtiger Zauber. Seltsam. Hexer. Meine Waffenbrüder warten. Wollt ihr irgendeine... Die Salamander betreten ihren Stützpunkt. Können wir es... Triss behauptet, ein Stein der Macht kann es aktivieren. Zum Glück. Okay. Ein Magier. Ein Magier, das Salamander, hä? So. Weg mit diesem Irrfit. So. Gut. Ja. Wir müssen mal ein bisschen was hier loswerden. Yep. Ja. Überreste. Gut. Kreis mit. Ah, geschwundener Magie. Ah, Zeichen. Ah, gut. Stein der Macht. Geht, Stein der Macht. So. Und wenn ich jetzt richtig zugehört habe, also wie ich immer, kann ich den Stein nun das Portal aktivieren oder was? Na dann los. Eieiei. So, endlich haben wir mal eine neue Kraft gelernt. Man, es gibt insgesamt, glaube ich, 5 Kräfte in dem Spiel, ja. Ja. Haha. Schön. Haha. Ja! Ja. Ich hoffe, die Feinde sind gut vorbereitet. Halt so ein bisschen Krieg, hä? Zeit, dass die Leute lernen, dass man uns nicht verärgert.
los? Ah, wir haben es geschafft. Haha. Ich sehe, wir sind... Ihr verfolgt euer Ziel um je... Da bin ich... Das Elfenvolk ist zum Aussterben verurteilt. Und wenn... Wird sich auch nichts ändern. Der große Plan sieht alle Möglichkeiten vorab. Spuckt es. Ihr kämpft im Namen vager Prinzipien für eine Sache. Das Land wird von einem degenerierten Monarchen regiert. Darüber hinaus ließ er es während des Krieges... Kommt schon. Schluss. Wenn es nicht Volltest ist, wer dann? Die Loge der Zauberinnen... Ihr wisst nicht, was diese Nutten und eure... Die Salamandra sind nicht böse. Wenn die Zukunft... Auf so eine Zukunft verzichte ich gern. Diesmal überrascht ihr mich... Die? Was? Professor, kümmert euch um ihn. Ich habe keine Gegenzauber. War klar. Haha. Hahaha, den Professor haut seine rein. Damit habt ihr nicht gerechnet, ihr Idioten. Javed unterlag im Sumpf. Er hätte mich leicht vernichten und mit dem Buch entkommen können. Oh. Doch er verlor es und floh. Alsurs Schild hat bestens funktioniert. Javed floh und ließ den Professor zu. Nächstes Mal lasse ich ihn nicht entkommen. Jetzt ist der Professor dran, mein Lieber. Dieser Arsch. Ja. Ihr habt einen mächtigen Hieb abbekommen. Alsurs Schild. Der Professor ist entkommen. Überlasst. Okay. Okay, das ist gut. Wir konnten alles machen. Aber ich würde sagen, um den Professor kümmern wir uns erst in der nächsten Folge. Und tschüss.